Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Bereich Smart Home. Und was schauen wir uns diesmal an? Wir schauen uns was anderes im Bereich Smart Home an, und zwar die Magenta TV One. Also lasst euch überraschen, es geht los! Ja, Magenta TV One. Wir schauen uns mal ein paar Dinge an, dass wir einfach so erstmal ein Gefühl für kriegen. Schauen uns auch das Gerät natürlich mal entsprechend an. Wie gesagt, das hier von, ihr könnt wirklich ganz vieles gucken. Also das ist nur ein Ausschnitt. Ihr habt wirklich die Funktion des linearen Fernsehens. Und neben dem linearen Fernsehen habt ihr auch Netflix, Prime, Disney, Apple TV, The Zone, Magenta, Sky, Google Play. Also ihr könnt Play Store benutzen, weil es ist ein komplettes Android drauf. Ja, wir gucken mal auf die Rückseite, einfach dass wir mal sehen, was wir mit überhaupt drin haben. Wie gesagt, ihr könnt Fernsehen in HD angucken. Ihr könnt auch Sendungen aufnehmen. Das ist ihr habt dazu einen Cloud-Speicher. Die Mediathek ist dabei. Ihr habt Entertain-Dienste. Also ihr könnt Mediatheken über den Play Store auch dazu buchen. Das heißt ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, was auch immer. Das Gerät lässt sich per WLAN oder LAN verbinden. Das Gerät ist damit wirklich immer auch online funktioniert. Magenta TV selber könnt ihr auch unterwegs nutzen. Das heißt, das Gerät ist jetzt für zu Hause. Aber ihr könnt die Funktionen, die ihr mit Magenta TV habt, natürlich auf dem Tablet oder auf dem Handy nutzen. Zeige ich euch auch mal kurz. Maximal 4K habe ich jetzt eigentlich wenig Inhalte. Wie gesagt, aber der Rest klappt. Dolby Atmos, ja. Android TV, ich hatte es gerade gesagt, das heißt, der Play Store läuft drauf. Ihr habt drin die Magenta TV One, eine Fernbedienung, die Batterien sind auch dabei. Das Netzteil, ein HDMI-Kabel, legt die Telekom dazu. Und eine Bedienungsanleitung. Mehr braucht ihr auch nicht. Das reicht aber. Ich packe es jetzt mal nicht so einzeln aus. Wir schauen uns jetzt aber mal an, wie das Gerät als solches aussieht. Weil, wie das Netzteil aussieht, ist, denke ich mal, eher uninteressant. Das ist eine Magenta TV One. Eine kleine schwarze Box, nicht viel dazu, nichts hoch Besonderes. Wir haben die Rückseite mit den Anschlüssen. Ihr habt hier Reset-Button, der Anschluss fürs Netzkabel, einen USB-Anschluss. Hier könnt ihr auch Massespeicher anschließen, LAN-Anschluss und einen HDMI-Anschluss. Mehr ist da nicht. Auf der Vorderseite gar nichts. Obendrauf ein An- und Ausschalter, Telekom-Logo. Und unten habt ihr die Seriennummern. Und hier vorne, dieser kleine Balken, das ist ein Licht, ein magentafarbenes Licht, mehr nicht. Wenn ich es anschalte, leuchtet er dann nach unten so schön raus. Das ist alles zu dem. Ihr habt eine Fernbedienung, die ist wirklich gut, muss ich sagen, liegt auch gut in der Hand, mit einem, ich sag mal, Scrollring hier. Ihr habt hier oben laut, also Stummschalter, an und aus. Ein EPG ist eingebaut. Das ist gut. Ihr könnt den Android-Sprachassistenten nutzen. Ihr habt hier noch einen Sprachassistenten von der Telekom dabei. Wie gesagt, der EPG, also ein Programmguide. Zurücktaste, Home-Taste, Menütaste, ist alles da, was ihr braucht. Lauten, leiser, Programmwahltasten, um schnell mal einen Kanal zu wechseln und auch Aufnahmen. Also es geht wirklich alles. Das Ganze ist schick verpackt. Also ich muss sagen, hat sich die Telekom im Grunde wirklich was Gutes einfallen lassen. Und da muss ich auch sagen, es macht schon mal vom Haus aus was her. Ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Ihr seht hier oben so ein Menü. Das heißt, da liegt so ein kleiner Strich. Hier sind jetzt, wenn Benachrichtigungen kämen, werden hier Benachrichtigungen. So eine kleine rote 1 dann immer zu sehen, wenn euch Updates sind oder irgendwas. Daneben habt ihr eine Suchenfunktion. Wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr, wenn ihr eingeben, einen Begriff oder auch ein paar Sprachenbegriff eingeben und könnt euch dann Inhalte, Serien, alles Mögliche suchen lassen. Das funktioniert auch recht gut.
Wir gehen mal wieder retour und haben dann hier die TV-Funktion. Wenn ich hier drauf klicke, komme ich praktisch direkt im Live-Fernsehen raus. Das mache ich jetzt mal bitte nicht, weil das ist immer so das Problem von Rechten und von Dingen, die man zeigen darf und nicht. Wir haben hier ein Startmenü. Wenn ich hier drauf klicke, na, das ist dann das hier, das Startmenü. Das seht ihr, was er uns anbietet. Hier können wir die Programme angucken, also was wir alles haben, ne, die entsprechenden Apps. Hier ist vielleicht eine Art Startzusammenfassung für uns alles da. Das geht ganz gut. Wir haben hier unten, wenn wir in die Programme gehen, habt ihr, was jetzt gerade aktuell läuft. Und ihr könnt hier auch in der Programmübersicht gehen. Das ist dann der EPG, den ich sehr toll finde. Das heißt, hier habt ihr dann alle Sender und könnt auch, was läuft. Hier könnt ihr auch entsprechende Aufnahmen programmieren, indem ihr einfach, ich gehe jetzt mal hier drauf klickt und dann auf Aufnehmen geht. Also auch das geht wirklich sehr zuverlässig und schnell. Finde ich gut. Hier haben wir nochmal das TV-Programm. Ich sage manches bisschen, also doppelt und moppelt ist jetzt falsch, aber ihr habt ja das und ihr könnt da unten dann nochmal die Mediatheken von ARD, ZDF, WDR, RTL, Sat.1, wie sie alle heißen. Also das ist alles hier da. Na, Regionalprogramme, also das ist alles, was ihr im Live-Fernsehen hättet. Das heißt, dieses sogenannte, ich sage es jetzt mal, Fernsehen zur fixen Zeit. Ihr könnt ihr aber halt noch mal was anhalten und wieder weiterlaufen lassen. Das geht alles. Ihr könnt Sendungen neu starten. Alles möglich. Wir haben hier Mainz. Das ist das, wenn ich was aufnehme. Können wir mal gucken, was der Schmidt so mal aufnimmt. Ihr habt Anaconda jetzt mal aufgenommen. Michael Clayton, Le Mans. Wie gesagt, man sieht dann hier, ich bin so eigentlich eher, naja, an vielen Stellen der Krimi-Onkel. Bei vielen Dingen, ja, also alles, was man aufnehmen kann, hat man hier. Das ist wirklich gut gemacht. Das heißt, ihr habt hier einen eigenen Speicher. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn wir hier auf alle Anzeigen ganz vorn dann gehen. Da können wir auch sehen, wie viel wir überhaupt Speicherplatz haben. Ihr seht 61 Stunden frei, 39 Stunden verbraucht. Das heißt, es ist ein Online-Speicher. Ihr könnt hier nichts erweitern oder irgendwas. Das ist natürlich schön und schlecht zugleich. Schön, ihr könnt diese Filme auch auf dem Tablet angucken, wenn ihr unterwegs seid. Schlecht, wenn der Speicher voll ist, müsst ihr irgendwann was rauslöschen. Naja. Ja, das ist diese Funktion. Megathek nutze ich eigentlich nicht ganz so oft. Hier habt ihr praktisch alles nochmal zusammengefasst, wenn ihr etwas kaufen wollt, Angebote von der Telekom. Die bieten ganz viele Dinge an. Vieles kostet aber halt auch wirklich Geld. Gehen jetzt mal hier zum Beispiel drauf, wenn ich jetzt hier hinklicke, ne, in der Mediathek abspielen. Gut, das sind hier alle Episoden machbar, das ist kostenfrei, aber ihr habt auch viele Dinge, die halt irgendwann Geld kosten. Ja, und dann haben wir die Funktion Apps. Und wenn wir hier reingehen, seht ihr die Apps, die wir runtergeladen haben. Ihr habt hier unten den entsprechenden Google Play Store. Der ist wirklich der fast normalen Umfang, ein bisschen abgespeckt. Es gibt nicht alles. Ihr habt Airplay, das heißt, ich kann vom iPad oder vom iPhone auch Dinge drauf streamen auf den Fernseher auf diese Weise. Wir haben Prime Video, Google Play, YouTube, Netflix nutze ich nicht, muss ich jetzt sagen. Apple TV, Disney, ihr habt die Megatheken da. Also ganz viele Dinge, die wirklich funktionieren und die ihr auch hier nutzen könnt. Das heißt, hier seid ihr einfach, ja, relativ, ach, da bin ich falsch gekommen. Ihr seid ihr relativ schnell unterwegs. Was gut funktioniert, das ist auch wichtig vielleicht. Es gibt auch noch mehrere Dinge, die hier drauf laufen. Also ihr könnt hier auch einen VLC-Player drauf installieren. Also auch der ist da und könnt über den auch auf eure eigenen Heimdaten zugreifen. Also auch das geht. Wie gesagt, das kann ich euch ja mal so ganz dezent zeigen. Wir gehen mal auf den Play Store. Und wie gesagt, wenn wir hier oben dann reingehen und sagen, ich bin im obersten Menü, ich suche mir mal was und nehme dort mal über VLC. Und ihr seht, VLC Veranstaltet ist auch da. So, und dann kann ich das einfach installieren.
Das müsst ihr halt vorher alles einrichten. Das heißt, ihr müsst mit eurem Google-Account verknüpfen. Wenn ihr das alles vorher sauber gemacht habt, habt ihr am Ende des Tages wirklich sehr leichtes Spiel. Aber wie gesagt, ihr werdet das jetzt sehen. Das funktioniert sowas von easy, dass ihr eigentlich damit richtig schnell und sauber arbeiten könnt. Ja, klicken wir mal auf Öffnen. Wir wollen natürlich zulassen, dass er auf unsere Medien und Fotos zugreift und starten dann VLC. So, und dann könnt ihr hier gucken, ihr habt hier praktisch alles Mögliche da. Und wenn wir da jetzt mal auf lokales Netzwerk gehen, dann seht ihr, da habe ich hier meine Laufwerke. Ich habe die Terra Master Laufwerke damit verbunden und kann jetzt reingehen und sagen Browse Folders, My Cloud TV. Und da kann ich jetzt, gehen wir runter, ich kann es wie gesagt bloß immer halt schlecht zeigen. Na, bin ich aber falsch. So, gehen wir auf IGV Crimes, das ist ein Krimi-Sein bei mir. Columbo, DNN, wie ihr seht, ich bin so ein Krimi-Onkel. Wenn ich jetzt Inspektor Barnaby habe, habe ich praktisch meine gesamte Barnaby-Sammlung, alles, was irgendwann aufgenommen ist aus der Vergangenheit, was jetzt digitalisiert im Server liegt. Und über die, ich sag mal, Freigabe im Netzwerk bei mir zu Hause kann ich mir das alles angucken. Das heißt, wenn ich hier reingehe, ich mache es mal einmal auf, seht ihr hier, dann ist der Krimi da und ich kann den hier, wenn ich draufklicke, würde der jetzt starten. So. Also geht wirklich schnell und zuverlässig. Kann ich nur empfehlen. Also es ist eine ganz einfache und zuverlässige Technik. Ja, wir können wieder rausgehen. Das heißt, ihr könnt hier bei den Apps auch eure eigenen Daten rein. Kids, also es ist auch ein Kinderprogramm, wenn für Kinder was gesucht wird, das ist auch da. Film, das sind halt nochmal, man kann es wirklich so sortieren. Das, was ist da, was nicht da, wie gesagt. Aber es kostet halt manches auch Geld, das muss ich immer vorwarnen. Serien, Sport, Mediatheken, ja, also alles da, Musik. Also ihr habt eine riesige Auswahl an TV und an Musik. Ihr habt alles da, kann ich euch an der Stelle empfehlen. Einstellungen, das ist das, was noch wichtig vielleicht ist. Wir sehen das hier, wir haben die Geräteeinstellungen. Das heißt, wir haben hier mit Ethernet verbunden, ihr habt die entsprechenden Apps, die könnt ihr auswählen, ihr habt, könnt sagen, wie Bild und Ton eingerichtet sein sollen, also ist alles da, die Auflösung kann ausgewählt werden. Und es ist kein 4K, wenn ich natürlich einen 1080p-Fernseher dran habe, so ein Hochrealist. Das geht alles, Audioeinstellungen, die Fernbedienung, ihr könnt auch eine andere Fernbedienung koppeln, wenn ihr das unbedingt wollt, wobei die wirklich sehr, sehr gut ist. Wenn wir hier reingehen, seht ihr, habt hier den Magenta-TV-Zugang. Wenn ihr das an euren Heimanschluss macht, dann verbindet der das auch selber. Dann braucht ihr euch gar nicht riesig anzumelden. Dann findet der das. Wir haben hier Zapping aktivieren, deaktivieren, Starteinstellungen, also ob er ein tiefes Standby hat oder nicht. Ihr könnt die Streaming-Dienste dazu wählen, die ihr haben wollt oder auch nicht haben wollt. Na, also alles da, was man braucht. Es ist wirklich gut. Ihr habt die Update-Möglichkeiten, Sendequalität könnt ihr auswählen. Na, Tonqualität ist hier Dolby Digital. Also es ist alles da, was ihr eigentlich braucht. HD-Qualität sind die Wiedergaben. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss deutlich sagen, es ist eine gute Ergänzung zum normalen Fernsehen und man hat alles, was man im Alltag benötigt. Also ich kann es empfehlen. Ist eine gute Sache. Man muss es halt, ich sage mal, einmal am Anfang ein bisschen einrichten und man sollte sich wirklich bewusst sein, man hat dauerhafte Kosten. Fazit: Magenta TV One. Empfehlenswert, im Gesamtpaket ja.
gibt ein paar kleine Haken. Ich sag's mal so. Der Lieferumfang ist gut, es ist alles dabei, was man braucht. Das Gerät hat einen großen Funktionsumfang. Das habe ich euch ja gezeigt. Ihr könnt ganz viele Dinge damit tun. Es lässt sich leicht einrichten, intuitiv bedienen und stürzt auch nichts ab. Es läuft einfach. Der Nachteil ist der Kostenfaktor. Ihr habt mehrere Dinge, die ihr braucht. Das erste ist, ihr braucht ein Abo bei der Telekom, um Magenta TV nutzen zu können. Das ist verständlich, okay, dafür geht es auch auf jeder Basis, kann ich es dann anwenden. Alles schick. Das bin ich dabei, gehe ich d'accord. Wo ich ein größeres Problem habe, ist am Ende des Tages der Preis als solches. Denn die Telekom hat einen relativ hohen UVP. Der ist wirklich, der hat sich gewaschen nach meiner Meinung. Und was ich ganz extrem finde, ihr könnt es ja mieten, aber es endet nie der Mietvertrag. Der läuft dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Hätte ich jetzt sagen können, macht die Telekom vielleicht den Deal, dass sie sagt, pass auf, du mietest das Ganze 3 Jahre, nach 3 Jahren ist es mal deins. Ich sage, okay, ist in Ordnung. Aber ihr zahlt am Ende des Tages, im schlimmsten Falle, wenn ihr kein gutes Angebot erwischt, mehr Geld für das Gerät, als was es eines schönen Tages mal wert war. Und das finde ich dann nicht ganz ideal. Ansonsten, gutes Gerät, kann ich mich nicht beklagen. Deshalb von meiner Seite für das Gerät, die Technik und das gesamte Daumen hoch. Für das gesamte Thema Preis und alles, naja, 75%. 100 kann ich nicht geben, weil es einfach an sich das Gerät zu teuer ist. Der Service selber ist sein Preis aber wert. Der ist aber hier nicht das Thema. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein paar Infos gegeben, ein bisschen Input verschafft. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier seid. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und deshalb so long und bis zum nächsten Mal. Euer Erzgebirge 80, euer Matthias.